Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, schönen guten Morgen. Erstmal darf ich den einen oder anderen persönlich begrüßen. Ich darf begrüßen den Gouverneur Nowotny von der Österreichischen Nationalbank. Ich darf natürlich meine Kollegen begrüßen, Herrn Würmeling und Herrn Thiele. Da vorne sehe ich ihn, Herrn Faber von der Deutschen Börse, den Herrn Schick aus dem Deutschen Bundestag habe ich gesehen, Herrn Brandes vom WWF und viele andere, die Sie dann auch noch sehen werden, Herrn Tallinger von der Allianz. Herzlich willkommen. Das ist die 20. Veranstaltung dieser Art und ich möchte deshalb auch gleich besonders noch einmal Edgar Meister hervorheben, weil Edgar, du hast das hier begründet und du siehst, wir haben uns alle Mühe gegeben, alle deine Nachfolger, dass wir dieses Symposium am Leben erhalten haben und ich bin dir heute noch dankbar, dass du das damals sehr früh aus der Taufe gehoben hast und der Erfolg gibt dir recht. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere von Ihnen fragen, ja, was ist denn aus der guten alten Bundesbank geworden? Geht es gar nicht mehr um Kreditrisiken, Eigenmittel oder um die Bankenunion oder vielleicht nur noch am Nachmittag? Was ist mit dem Vormittag passiert? Geht es jetzt um Treibhausgase, schmelzende Pole, sterbende Tierarten? Was ist mit der Bundesbank passiert? Ich habe auch schon den einen oder anderen gehört, der mich gefragt hat, gilt für die Bundesbank jetzt das Motto, nach uns die Sinnflut? Aber ich muss Ihnen sagen, das Gegenteil ist der Fall, ganz im Gegenteil. Das Bundesbank-Symposium hat es sich in den letzten 20 Jahren, Herr Otto hat es erwähnt, immer wieder zur Aufgabe gemacht, Themen zu diskutieren, die die Finanzwelt bewegen, vielleicht noch nicht jetzt, sondern erst ein wenig später. Aber darauf kommt es ganz wesentlich an. Und ich möchte eben auch dieses, ist ja eben schon gesagt worden, letzte Bundesbank-Symposium in meiner Amtszeit gerne dazu benutzen, um eine Frage zu diskutieren, die im wahrsten Sinne des Wortes existenziell ist. Ich möchte nämlich den Klimawandel und die Rolle der Finanzwelt in den Vordergrund stellen. Und Herr Löper und sein Team aus der Bankenaufsicht haben das auch sofort nicht nur akzeptiert, sondern unterstützt. Dass dieses Thema Klimawandel und Rolle der Finanzwelt greifbar wird, das zeigt also zum einen das Pariser Klimaabkommen, das im Jahr 2015 verabschiedet worden ist und seitdem von fast allen Ländern der Welt auch unterzeichnet wurde. Hier wurde eine globale Einigung über Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels erzielt, die schon seit Jahrzehnten angestrebt worden war und von manchen kaum noch für möglich gehalten worden war. Und dieser weltweiten Übereinkunft liegt die ernüchternde und man kann eigentlich auch fast schon sagen erschütternde Einsicht zugrunde, dass der Klimawandel von Menschen verursacht ist und nur durch gemeinsame Anstrengungen der Menschheit auch dann begrenzt werden kann. Trotz aller Erfolge scheint aber noch nicht überall und bei jedem Einzelnen durchgedrungen zu sein, dass was die Vereinbarung der UN-Klimakonferenz in Paris eigentlich en Detail bedeutet. Bis jetzt ist sie für die meisten etwas mehr als eine abstrakte Einigung zwischen vielen Teilnehmern, die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Wert zu begrenzen und für eine noch weitergehende Begrenzung sich einzusetzen. Ich finde, uns sollte aber allen klar sein, wenn die Weltgemeinschaft das ehrgeizige Ziel einer 2-Grad-Beschränkung auch nur einigermaßen konsequent verfolgen will, dann sind weitreichende Eingriffe in die bestehenden Wirtschaftssysteme notwendig. Und für den Zeitrahmen, also in dem wir das verwirklichen müssen, gilt, je später wir anfangen, desto tiefgreifender werden wir dann wohl auch handeln müssen. Von unserem Planeten selbst dürfen wir jedenfalls keine Rücksicht erwarten, wenn wir nicht handeln. Und ganz konkret heißt das, wir müssen, wie ich finde, wir müssen sehr ehrgeizig sein. Und zwar deutlich ehrgeiziger, als wir das bisher gewesen sind. Und dabei müssen wir das Thema auch aus einer systemischen Perspektive betrachten. Es ist kein Detail, es hat eine Systembedeutung. Alle Teile der Wirtschaft müssen sich anpassen, indem die, wie die Ökonomen es sagen würden, Externalitäten des Klimawandels richtig bepreist und internalisiert werden. Das hört sich sehr viel leichter an, als das, wie ich jetzt auch versuchen werde auszuführen, in der Wirklichkeit dann auch ist. Und diese Anpassung wird weit über reine Begrenzungen von CO2 hinausgehen. Betroffen sind, wie ich finde, die ganze Art, wie wir wirtschaften und der Pfad, auf dem sich Wirtschaft und Gesellschaft dann auch weiterentwickelt. Es geht also um sehr, sehr grundsätzliche, ich hatte ja auch eben von systemisch gesprochen, um sehr grundsätzliche Art und Weise,
wie wir uns dem Thema nähern. Konkret sehe ich in der Volkswirtschaft drei Bereiche, um den Klimawandel anzugehen. Erstens geht es um all die Fragen rund um die grüne Energie der Zukunft. Bei dem Thema Energie, da sind wir schon recht weit gekommen und die meisten konzentrieren sich auch bei ihren Überlegungen auf das Energiethema. Zweitens geht es um das Thema der grünen Transportsysteme. Hier, zumindest ist das mein Eindruck, ist die Entwicklung eher noch ein wenig vage und wir wissen noch nicht ganz genau, wie sich denn in Zukunft der Transport dann auch darstellen wird. Und drittens geht es beim Klimawandel auch um nachhaltige und grüne Ernährung. Und dabei haben wir noch, wie ich finde, sehr, sehr wenige belastbare Voraussagen, wie denn die künftige Entwicklung beim Thema Ernährung in Zukunft überhaupt verlaufen könnte. Und bei all diesen Regelkreisen ist ohne Zweifel eben auch der Finanzsektor direkt betroffen. An Banken und Sparkassen als Kreditgeber der Realwirtschaft können der Klimawandel und der bevorstehende grüne Wandel in der Wirtschaft nicht einfach spurlos vorbeigehen. Und damit sind wir nun beim Thema angekommen unseres heutigen Symposiums und eben auch beim Thema der heutigen Eröffnungsrede, eigentlich beim Thema des gesamten Vormittages. Der Begriff Green Finance, Herr Weidmann hat ihn ja eben erwähnt, der dürfte Ihnen allen inzwischen geläufig sein. Hier geht es im Grunde darum, wie der Finanzsektor reagiert und wie der Finanzsektor, also wir alle, die wir hier sitzen, unseren Teil dazu beitragen können, die Auswirkungen von Klimaveränderungen abzuschwächen und eine ökologisch nachhaltige Entwicklung zu fördern. Beispielsweise, indem der Finanzsektor Mittel in umweltfreundliche Technologien und indem der Finanzsektor auch Mittel in Wirtschaftszweige lenkt und nebenbei auch noch von deren Entwicklung möglicherweise profitieren kann. Für mich ist Green Finance, und Herr Hotter hat es ein wenig in seiner Eingangsrede schon gesagt, vor allen Dingen auch Patient Finance, also eine Finanzwelt, die in allererster Linie auf die langfristigen Folgen ihres Handelns achtet und auf die langfristigen Folgen ihres Handelns auch schaut und darüber nachdenkt. Es geht also um einen regelrechten Paradigmenwechsel. Schaffen wir erst Kurzfristdenken zu überwinden? Schaffen wir es, langfristige Investitionen über kurzfristige Handelschancen zu stellen? Also ich würde nicht sagen, dass Händler keine guten Banker sind, aber ich bin andere Banker, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir auch langfristige Chancen über kurzfristige Chancen stellen müssen und dass wir zumindest auch das langfristige Denken in Blick halten müssen. Wollen wir zum Beispiel denn nicht Aktionäre haben, Herr Tallinger von der Allianz wird ja nachher sprechen, die ihre Aktien über einen langen Zeitraum halten, anstatt sie kündlich zu handeln, diese Frage oder sogar in Millisekunden zu handeln. Für all diese Fragen soll die heutige Veranstaltung ein Bewusstsein schaffen und deshalb bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie heute alle gekommen sind. Aber gerade aus Sicht der Bankaufsicht gibt es noch mindestens einen weiteren zentralen Aspekt und dieser betrifft die Risiken, die der Klimawandel und die der Wandel der Wirtschaft für den Finanzsektor bergen können, also die Risiken. Und damit meine ich aber auch die Frage, inwieweit Finanzinstitute sich anpassen müssen, inwieweit sie alle sich anpassen müssen, um sich vor diesen Risiken wirksam auch zu schützen. Und nicht zuletzt müssen auch wir als Zentralbanker, auch wir als Aufseher uns die Frage stellen, welche Rolle wir Zentralbanken beim Übergang in ein grünes Finanzsystem spielen können und wollen. Und diese drei Themen, also den Risiken für die Finanzwirtschaft, den Chancen für die Finanzwirtschaft und der Rolle der Aufsicht, möchte ich jetzt mich im Folgenden in meinen Ausführungen ein wenig widmen. Lassen Sie uns bitte anfangen bei der Risikoperspektive. Im Kontext des Klimawandels denken viele hier zuerst an Naturkatastrophen, an Unwetter, Hitzerekorde, Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme. Ich verstehe auch, warum das der erste Gedanke ist. Sie erinnern sich, die atlantische Hurrikansaison des vergangenen Jahres, also des Jahres 2017, war eine der schlimmsten und eine der verheerendsten Hurrikansaisons, die wir je erlebt haben. Solche Katastrophen verursachen in erster Linie großes menschliches Leid. Sie bergen aber natürlich auch wirtschaftliche Risiken, sehr große wirtschaftliche Risiken. Wir sprechen in diesem Fall von physischen Risiken.
Und die können uns eben auch alle betreffen. Privatpersonen, die hatte ich ja schon erwähnt, aber auch Staatshaushalte, Versicherungen und andere Finanzunternehmen. Sichtbar werden die Kosten schon heute in den Bilanzen der Staaten und der Rückversicherer für die Hurrikansaison und andere Naturkatastrophen im letzten Jahr, werden alleine die versicherten Schäden mit rund 135 Milliarden US-Dollar beziffert. Das sind allein die versicherten Schäden. Insgesamt werden die Schäden von Naturkatastrophen im letzten Jahr bei ungefähr 330 Milliarden Dollar gesehen. Und deshalb bestimmen natürlich auch die Versicherer bei Naturkatastrophen am meisten erstmal die Schlagzeilen, aber auch aus Sicht von Banken und auch aus Sicht von Sparkassen können zum Beispiel von ihnen finanzierte Vermögenswerte wie Immobilien, wie Produktionsanlagen oder Handelsgüter eben direkt von solchen Katastrophen betroffen sein. Indirekt kann es zu Störungen von Wertschöpfungs- und von Lieferketten kommen, die ihre Kunden betreffen. Und es ist nicht gesagt, dass sich solche wetter- und klimabedingten Schadensfälle auch künftig überhaupt noch versichern lassen. Sollten sich die Eintrittswahrscheinlichkeiten und die erwarteten Schadenssummen für diese durch den Klimawandel produzierten Katastrophen weiter drastisch erhöhen. Und dann stellt sich die Frage, wie versicherbar sind wir oder wie komplett versicherbar sind wir denn überhaupt? Aber wir müssen, finde ich, sogar noch darüber hinaus weiterdenken. Es gibt noch andere Risiken als die direkten Folgen des Klimawandels, die wir im Blick behalten müssen. Denn der Wandel hin zu einer weniger emissionsintensiven, der Wandel hin zu einer grüneren Wirtschaft birgt selbst wiederum Risiken in sich. Und diese werden jetzt etwas sperrig als Transitionsrisiken bezeichnet oder man kann auch sagen vielleicht als Übergangsrisiken. Und der Hintergrund ist der, zur Realisierung des Übergangs sind eben potenziell disruptive technische Fortschritte und weitreichende klimapolitische Änderungen erforderlich. Und so etwas wird kaum an einem Wirtschaftszweig spurlos vorübergehen und es wird jeden einzelnen Wirtschaftszweig betreffen. Zweifelsohne werden Marktteilnehmer im Rahmen dieser Umwälzung viele Vermögenswerte, die sie heute auf ihren Büchern haben, dann auch neu bewerten müssen. Haben Sie den Begriff Stranded Assets vielleicht schon mal gehört? Ist Ihnen der Begriff Stranded Assets schon mal begegnet? Um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, muss der weltweite Kohlenstoffausstoß begrenzt werden. Darüber hatte ich ja eben schon gesprochen. Über den Daumen gepeilt darf der CO2-Ausstoß wohl nicht viel mehr als 1000 Gigatonnen betragen, bis wir unser Budget, wenn Sie das mit Budget bezeichnen wollen, aufgebraucht haben. Allerdings liegt der CO2-Gehalt der uns bekannten, noch nicht gehobenen fossilen Brennstoffreserven sehr viel höher, nämlich etwa beim Dreifachen. Und die Folge ist relativ logisch. Ein großer Teil von diesen fossilen Ressourcen, der wird wohl, wenn wir unser Klimaziel erreichen wollen, im Boden verbleiben müssen und wird gar nicht gefördert werden. Und das Problem ist, der Wert vieler Unternehmen, die genau mit der Exploration dieser fossilen Brennstoffe zu tun haben, der beruht zu einem ganz, ganz, ganz großen Anteil auf der künftigen Ausbeutung der kompletten Brennstoffvorräte, die sie in dem Boden sozusagen in ihrem Eigentum haben. Wenn diese Vorräte aber gar nicht erschlossen werden dürfen, dann sind sie in Wahrheit wertlos oder zumindest teilweise wertlos und dann entstehen sogenannte Stranded Assets und dann werden logischerweise auch Neubewertungen dieser Vermögenswerte ganz automatisch auf sie zukommen. Der Wertverlust der Vermögenswerte wird also dann auch zum Existenzrisiko solcher Unternehmen werden können. Beispielsweise ist die Marktkapitalisierung, achten Sie genau darauf, ist die Marktkapitalisierung der großen amerikanischen Kohleunternehmen in den vergangenen 5 Jahren um etwa 60% gefallen und in den vergangenen 10 Jahren ist der Marktwert der großen amerikanischen Kohleunternehmen um 90% zurückgegangen. Da sehen Sie, welche starken Wertveränderungen hier durch den Klimawandel auch auf die Vermögenswerte wirken. Und das übrigens während einer Zeit, während der Aktienmarkt in den USA von Rekord zu Rekord geeilt ist. Und das ist übrigens auch nur ein Beispiel von vielen, allerdings ein ganz besonders eklatantes Beispiel. Je nachdem also, wie rasch und wie unerwartet der Übergang und die damit einhergehende Neubewertung
stattfinden, könnten sie auch von hoher Relevanz für die Stabilität ganzer Wirtschaftssektoren werden. Problematisch wird es also vor allem dann, wenn Unternehmen und wenn Investoren ihre Planungen nicht langfristig ausrichten können, weil sie auf kurzfristige politische Impulse reagieren müssen. Dann drohen, wie wir das nennen, Klippeneffekte, die zu Verwerfungen und zu finanziellen Verlusten führen können. Und auch das Finanzsystem und dessen Stabilität, damit alle wir, die wir hier sitzen, sind dann ganz automatisch betroffen. Ich würde jetzt gerne, wenn Sie erlauben, von der Theorie zur Praxis springen. Wie stark wären deutsche Banken, wie stark wären deutsche Sparkassen vom Übergang zu einer emissionsärmeren Wirtschaft denn wirklich betroffen, wird sich vielleicht der eine oder die andere von Ihnen fragen. Die Kreditvolumina deutscher Institute gegenüber besonders CO2-intensiven Sektoren, die wirkt auf den ersten Blick relativ klein und damit vernachlässigbar. Die Millionenkredite, Herr Löper und sein Team erheben ja über die Millionenevidenz sehr genau diese Werte, die Millionenkredite deutscher Banken an Unternehmen im Kohlebergbau belaufen sich gegenwärtig insgesamt nur auf knapp 1 Milliarde Euro. Also kein Betrag, der uns jetzt hier die Schweißperlen auf die Stirn treiben würde. Bei einzelnen Kreditinstituten können Kredite an Kohlebergbauunternehmen aber 1 bis 2% ihrer Millionenkredite ausmachen. Hier wäre dann also doch ein wenig Vorsicht geboten. Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass die Auswirkungen des grünen Wandels viel weiter ausstrahlen. Allein unter zusätzlicher Berücksichtigung von Krediten an Unternehmen im Bereich der Gewinnung von Erdöl und von Erdgas, also Kohle, Erdöl und Erdgas, sowie im Bereich der Verarbeitung von Kohle und Mineralölen, erhöht sich das Volumen der von den deutschen Banken und Sparkassen ausgereichten Millionenkredite auf fast 20 Milliarden Euro. Spätestens dann zucken Herr Löper und die Bankenaufsicht der Bundesbank dann doch, weil der Betrag ist dann schon etwas größer. Einzelne Institute haben bis zu 6% ihrer Millionenkredite in diesen wenigen, sagen wir mal, sehr vom Klimawandel betroffenen Sektoren vergeben. Nimmt man jetzt noch den Sektor der Energieversorger hinzu, dann steigt die Belastung in Deutschland des hiesigen Kreditwesens noch weiter. Rund 60 deutsche Institute vergeben mehr als 10% ihrer Millionenkredite an diese genannten Wirtschaftszweige, und das sind relativ wenige. Bei einigen Instituten ist es sogar über 20%. Allerspätestens dann sehen Sie, dass das Thema, obwohl wir gar nicht so viele Wirtschaftszweige aufgezählt haben, doch eine große Bedeutung hat. Sie ahnen schon, diese Kette könnte man übrigens auch noch ein ganzes Stück weiter fortsetzen. Die große Frage lautet nun, was können wir aus diesen Zahlen schließen, was bedeutet das konkret für uns. Zunächst, selbst bei dieser relativ holzschnittsartigen Betrachtung können wir bedeutende Risiken für Einzelinstitute keineswegs ausschließen. Allerdings gibt es auch einige Einschränkungen. Erstens sind die Daten, die ich eben genannt habe, sehr wenig granular. Viele Zusammenhänge werden dadurch einfach gar nicht deutlich. Und bei vielen der in die Rechnung einbezogenen Kreditnehmer handelt es sich um Mischkonzerne. Das heißt, sie haben zwar relativ hohes Exposure zu diesen Sektoren, aber sie haben auch noch andere Bereiche. Und nur ein Teil ihres Unternehmenserfolgs wird aus energieintensiven Bereichen erzielt. Zweitens, und das ist aber vielleicht noch sogar noch wichtiger, besteht ein erhebliches Maß an Unsicherheit über die Gestalt des grünen Wandels und damit eine große Unsicherheit darüber, welche Wirtschaftszweige eigentlich wie betroffen sind und welche Wirtschaftszweige eigentlich auch wie beeinflusst würden. Nehmen Sie als Beispiel, das ist ja in Deutschland nicht ohne Relevanz, die Automobilindustrie. Inwieweit einzelne Hersteller oder inwieweit nationale Automobilsektoren vom wirtschaftlichen Wandel betroffen sein werden, das ist sehr schwer bis kaum vorhersehbar. Welche klimapolitischen Maßnahmen wird es geben? Werden wir Grenzwerte haben? Werden wir Fahrverbote haben? Werden wir einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr haben? Welche technischen Standards werden sich im Bereich nachhaltiger Mobilität durchsetzen? Inwieweit gelingt es Automobilherstellern, in diesen Technologien eine führende Rolle zu entwickeln? Und so weiter und so weiter. Sie sehen, es gibt so viele Fragen, dass wir in einem sehr, sehr unsicheren Markt unterwegs sind. Wir befinden uns also in unsicherem Fahrwasser.
Und die Situation ist darüber hinaus auch noch relativ unübersichtlich. Historische Zeitreihen zu Ausfallwahrscheinlichkeiten und zu Verlustquoten, die wir ja sonst im Kreditgeschäft immer gerne anwenden, die suchen wir hier beim Klimawandel vergeblich. Ich will damit sagen, etablierte Risikomodelle helfen uns nur sehr eingeschränkt. Wir finden uns also wirklich in einem Bereich der großen Unsicherheit. Und die nächste Frage, die sich dann logisch anschließt, die lautet dann, was ist zu tun? Wenn Sie eines von meinem Vortrag bitte mitnehmen sollten, dann das Folgende. Es reicht nicht, das Thema greener Finance nur durch die Brille der Corporate Social Responsibility zu betrachten. Das reicht vorne und hinten nicht aus. Mögliche klimabezogene Risiken müssen im Rahmen des Risikomanagements berücksichtigt werden. Banken und Sparkassen müssen also ganz genau wissen, inwieweit sie, inwieweit ihre Kunden und inwieweit deren Geschäftsmodelle von klimabezogenen Risiken betroffen sein könnten und welche Risiken sich daraus für die finanziellen Außenstände der Bank und der Sparkasse ergeben könnten. Dabei müssen wir das Rad nicht völlig neu erfinden, denn obwohl die Risikoquellen, mit denen wir es zu tun haben, ja ganz neue Risikoquellen sind, spiegeln sich ihre Auswirkungen in den etablierten, uns bekannten finanzwirtschaftlichen Risikokategorien ja heute schon bereits wieder. Kreditrisiken, Marktrisiken und operationelle Risiken, etwas, was Sie alle herunterbeten können. Und wir können auch dieses Rahmenwerk nutzen, um uns diesem Thema zu nähern. Allerdings dürfen Sie es sich auch nicht allzu leicht machen. Es reicht eben nicht aus, sich von Ihren Risikomanagern die Forderungen gegenüber ein paar emissionsintensiven Sektoren aufstellen zu lassen und zu meinen, damit das Thema schon verstanden zu haben. So ein Thema ist nicht isoliert zu betrachten und ist auch relativ schwer handhabbar zu machen. Der grüne Wandel ist nämlich ein sehr komplexer Prozess. Er geht deutlich weiter und wird zu Wirkungszusammenhängen führen, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Das heißt, wir werden auch im Zeitablauf, also im Ablauf zum Beispiel eines Kredites, neue Erkenntnisse bekommen. Wir werden heute noch nicht alles wissen, was im Zeitablauf des Kredites passiert. Historische Daten und etablierte statistische Verfahren, die können wir einfach nicht im üblichen Maße hinanziehen beim Risikomanagement, wie wir das sonst auch tun. Und Szenarioanalysen können ein nützliches Instrument sein, um Problembewusstsein zu schaffen und zu überlegen, wie könnten wir denn in welchen Szenarien von welchen Auswirkungen betroffen sein. Und darüber hinaus brauchen wir, glaube ich, auch eine Diskussion um Best Practices im Finanzsystem, im Wettbewerb untereinander, können neue Ansätze zur Risikomessung entwickelt und auf ihre Wirksamkeit und ihren Nutzen hin beurteilt werden. Da gibt es sehr gute erste Ansätze. Meine Damen und Herren, der Klimawandel wird zu Recht vor allen Dingen als eine Herausforderung wahrgenommen, auch als eine Herausforderung für Banken und für Sparkassen. Darüber darf aber nicht vergessen werden, dass im Übergang hin zu einer grüneren Wirtschaft neben den genannten Risiken, die auch alle da sind, auch beachtliche Chancen existieren. Und dabei kann Green Finance viel mehr sein als die Gelegenheit, sich ein grünes Gesicht zu verleihen und ein wenig grüner auszusehen. Denn im Rahmen der wirtschaftlichen Neuausrichtung eröffnen sich natürlich auch neue Geschäftsfelder für Banken und für Sparkassen. Und darauf möchte ich auch kurz eingehen. Ich nehme an, dass Herr Tallinger vielleicht auch noch etwas aus Sicht der Allianz und aus Sicht der Versicherungswirtschaft dazu sagen wird. Bei allen bedeutenden gesellschaftlichen Umbrüchen vergangener Jahrzehnte waren es Menschen aus der Finanzbranche, waren es Menschen wie Sie, die den Wandel unterstützt und nicht selten auch mitgestaltet haben. Und deshalb ist die Finanzwirtschaft auch jetzt wieder gefordert. Deutlich kann man die Chancen sehen, finde ich, wenn wir die erforderlichen Investitionen uns mal anschauen, um unser CO2-Ziel überhaupt erreichen zu können. Der weltweite Investitionsbedarf, der zur Erreichung des 2-Grad-Ziels von Paris notwendig ist, wird im zweistelligen Billionenbereich geschätzt. Für den europäischen Wirtschaftsraum rechnet die EU-Kommission mit einem zusätzlichen jährlichen Investitionsbedarf in Höhe von 180 Milliarden Euro,
damit wir die Klimaziele bis zum Jahr 2030 umsetzen können. Also ein gewaltiger Betrag von 180 Milliarden Euro im Jahr. Hier geht es also um Großprojekte, etwa im Bereich der Energieversorgung, aber es gibt auch ganz alltägliche Finanzdienstleistungen, wie etwa die Finanzierung von Wohnimmobilien, die betroffen sein können, zum Beispiel, wenn hier Nachhaltigkeitsstandards eine größere Rolle in der Zukunft spielen würden, wird das sich nicht nur auf Großprojekte, sondern auf alle Bereiche ausdehnen. Ebenso geht es um die Finanzierung von technischem Fortschritt. Es geht auch um die Finanzierung von Innovationen. Denken Sie zum Beispiel an die Bereiche Energieerzeugung, Energieübertragung und an den Bereich der Energiespeicherung. Es geht aber auch um Themen wie E-Mobilität und effizientes Recycling. Es gibt also sehr große Projekte, die einer Finanzierung bedürfen, und das ist eine große Chance. Und schließlich sehen wir in den letzten Jahren ein deutlich verstärktes Interesse privater Investoren an Anlagen in grüne Vermögenswerte. Zwischen 2006 und 2016 hat sich das Anlagevolumen in nachhaltigen Investments in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Österreich extra für dich, Ewald, aufgenommen. Also seit 2006 und 2016 hat sich das Anlagevolumen in nachhaltigen Investments in diesen drei Ländern mehr als verzwölffacht. Von rund 20 Milliarden Euro auf über 240 Milliarden Euro. Also Sie sehen, glaube ich, alle mit mir, es ist ein gewaltiges Potenzial, was vor uns liegt und das auch gehoben werden soll. Die Herausforderung, die besteht meiner Überzeugung nach darin, den Wandel verantwortungsvoll begleiten und mitzugestalten. Und was meine ich damit? Kreditinstitute, die bei der Finanzierung grüner Investitionen eine Rolle spielen wollen, die müssen eben frühzeitig auch Expertise in den relevanten Bereichen aufbauen oder ausbauen. Denn bei allen noblen Vorsätzen müssen Sie meiner Meinung nach darauf achten, dass Sie nicht typischen Investitions- und Innovationsrisiken zum Opfer fallen. Dort, wo Technologien und innovative Produkte zum Hype werden, da können dann auch verzerrte Bewertungen mit der Gefahr plötzlicher Preiskorrektur die Folge sein, wie das auch in allen anderen Technologien natürlich der Fall sein kann. Nur wer sich wirklich auskennt, wer sich, wenn Sie so wollen, nachhaltig auskennt, der kann einerseits ein Auge auf mögliche Gefahren haben und andererseits den künftigen Erwartungen und Anforderungen seiner Kunden dann auch gerecht werden. Es kommt also darauf an, eine wirkliche Expertise aufzubauen, und zwar möglichst auch nicht als Letzter im Markt. Beides ist für Finanzinstitute eben notwendig, wenn sie von der wirtschaftlichen Neuausrichtung dann auch profitieren wollen. Nun habe ich viel darüber gesprochen, was der Klima- und der wirtschaftliche Wandel für ihre Arbeit bedeutet. Was bedeutet das denn jetzt für die Regulierung? Was bedeutet das für die Aufsicht? Mit anderen Worten, wie grün sollte denn jetzt auch Regulierung und Aufsicht werden? Ich hatte ja gesagt, dass dieser Klimawandel von keinem Bereich zurückschreckt. Zunächst kann ich Sie beruhigen, so wie Sie im Risikomanagement müssen wir auch wir bei den bankaufsichtlichen Anforderungen das Rad nicht komplett neu erfinden. Die MA-Risk und die entsprechenden europäischen Regeln, die legen heute schon fest, dass Institute alle wesentlichen Risiken berücksichtigen müssen, denen sie ausgesetzt sind oder denen sie ausgesetzt sein könnten. Insofern haben wir auch die neuen Risikoquellen eigentlich schon mit dem MA-Risk und den europäischen Regeln abgedeckt. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Aufsicht durchaus in der Verantwortung ist, die Finanzinstitute für klimabezogene Risiken zu sensibilisieren. Und das gilt ganz besonders am Anfang dieser Wegstrecke, gerade dann, wenn die Sensibilisierung noch am wenigsten ausgeprägt ist. Und deshalb soll das Symposium heute dazu auch einen ersten Beitrag leisten. Darüber hinaus kann ich mir durchaus vorstellen, dass klimabezogene Risiken im Einzelfall auch in Aufsichtsgesprächen ein Thema werden in der Zukunft. Also alle die, die in den Genuss von Aufsichtsgesprächen kommen, denken Sie doch schon mal darüber nach, was Sie auf die Frage des Bundesbankaufsehers, welche Risiken Sie denn aus dem Klimawandel für Ihre Kunden oder für sich selber sehen, antworten wollen. Aufsicht und Zentralbanken selbst sollten nach meiner festen Überzeugung eine besondere Funktion als Vorbild und auch als Katalysator haben. Herr Otto hat gesagt, dass ich das gerne damit bezeichne, dass wir auch vor der Kurve
sein wollen. Das heißt zum Beispiel, dass wir unseren Beitrag zu einem besseren Verständnis der Mechanismen hinter den Risiken auch leisten. Und hierzu wurde gerade erst das Network for Greening the Financial System ins Leben gerufen. Im Rahmen des Netzwerks wird sich eine Gruppe von Zentralbanken, auch die ganz besonders die niederländische Zentralbank hat hier eine sehr große Rolle, und Bankenaufseher aus der ganzen Welt, die werden sich über Klimarisiken für den Finanzsektor austauschen, über Regulierungsfragen, über grüne Anleihen und so weiter. Das heißt also, wir Zentralbanken sind durchaus schon, haben schon damit begonnen. Herr Würmeling ist, ich habe ihn jetzt da vorne steht, sitzt der Herr Würmeling, ist da sehr aktiv, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Besonders wichtig ist mir bei allen Bemühungen der Aufsicht, dass wir eine einheitliche Taxonomie und auch einheitliche Definitionen darüber bekommen, was denn überhaupt grün ist. Wir brauchen das als eine Basis für glaubwürdige Standardsetzungen im Bereich Green Finance. Nur wenn wir uns auf gemeinsame Definitionen einigen können, reden wir auch über das Gleiche. Und Klaas Knoth, den ich begrüße, wird Ihnen hierzu gleich noch mehr berichten, weil das ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir auch diesen globalen Ansprüchen dann auch entsprechend gerecht werden. Sie sehen also, wir ziehen uns also nicht die Dekarbonisierung der Bankbilanzen aufsichtlich zu begleiten. Es gibt allerdings auch andere Forderungen an die Bankenaufsicht, es gibt auch andere Forderungen an die Bankenregulierung, die ich dann schon eher mit Argusaugen beobachte, weil ich sie durchaus für gefährlich halte. Und da weise ich auch Herrn Löper und Herrn Hufeld beispielsweise von der BaFin an meiner Seite. In der Debatte um die Umsetzung der Pariser Klimaziele wurde nämlich zum Beispiel vorgeschlagen, das aufsichtliche Regelwerk zur aktiven Steuerung von Finanzströmen einzusetzen, weg von emissionsintensiven hin zu umweltfreundlicheren Sektoren. Konkret wurden in der jüngeren Vergangenheit Forderungen laut, in der Bankenregulierung Sonderregelungen zu schaffen, die klimaschädliche Anlagen mit einer regulatorischen Benachteiligung belegen oder sogar grüne Finanzaktiva in den Bankbilanzen bevorzugt behandelt sehen wollen. Zum Beispiel gibt es eine Idee, dass grüne Finanzanlagen mit niedrigeren Eigenkapitalanforderungen belegt werden sollen, Stichwort Green Supporting Factor. Das heißt, wenn Sie also in eine Anlage investieren, die grün ist, brauchen Sie da weniger Eigenkapital vorzubehalten. Nachhaltigkeit im Sinne der Umweltfreundlichkeit geht aber nicht automatisch mit verminderten Risiken einher. Ich habe ja die Innovationsrisiken bereits angesprochen. Und deshalb sollte die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen auch nur von einem einzigen Kriterium abhängen, vom Risikogehalt der entsprechenden Forderungen. Und nur weil eine Anlage grün ist, ist sie jetzt nicht mehr oder weniger riskant. Die Finanzmarktregulierung im Allgemeinen und die Bankenaufsicht im Speziellen, die müssen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und wir müssen risikoorientiert bleiben. Und das ist ja auch unsere Erwartung an Sie, die Finanzinstitute. Eine Verwässerung des aufsichtlichen Mandats, das würde zu Zielkonflikten und letztlich zu Risiken für die Finanzstabilität führen. Und das können wir nicht wirklich wollen. Die EU-Kommission, das wissen viele von Ihnen, wird heute ihren Aktionsplan zur Förderung nachhaltiger Finanzierung vorstellen. Uns ist dabei wichtig, die Förderung des grünen Wandels darf nicht durch die Hintertür über Finanzmarktregulierung und über Bankenaufsicht erfolgen. Dabei werden wir auch dann bei der Umsetzung des Aktionsplans sehr genau achten. Stattdessen kann sich die Politik bei der Förderung grüner Wirtschaftszweige anderer klassischer Instrumente bedienen, wie zum Beispiel steuerlicher Anreize. Dieser Ansatz ist, wie ich finde, effektiver und der begrenzt auch unerwünschte Nebenwirkungen auf die Finanzstabilität. Meine Damen und Herren, das Pariser Übereinkommen ist ein starkes politisches Signal zum Klimaschutz. Nun kommt es darauf an, dafür zu sorgen, dass Klimaschutzziele in die Marktwirtschaft integriert werden. Und wenn wir Klimaziele in die Marktwirtschaft integrieren, müssen wir sie auch in die Finanzwirtschaft integrieren. Der grüne Wandel wird nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn die Marktmechanismen in die richtige Richtung wirken. Nachhaltiges Wachstum, das muss sich rechnen. Klimaschädliches Verhalten auf Kosten künftiger Generationen, das darf sich nicht mehr lohnen.
Klimawandel ist zwar zuerst, aber nicht allein ein Thema für die Politik. Auch Finanzinstitute, auch Sie, die Sie hier sitzen, sind in der Verantwortung, sich im Rahmen Ihres Risikomanagements mit Fragen des Klimawandels und mit Fragen der Klimapolitik zu beschäftigen. Eine vorausschauende Planung und frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel, mit dem Thema Klimapolitik und mit den Klimarisiken sind sehr, sehr wichtig, denn wir befinden uns, wie ich es ausgeführt habe, in doch sehr unbekanntem Fahrwasser. Aber es gibt sehr wohl auch jede Menge Chancen. In ihrer Rolle als Kreditgeber für die Realwirtschaft können eben die Banken und die Sparkassen vom grünen Wandel unternehmerisch profitieren und ihn gleichzeitig mitgestalten. Aufseher und Regulierer müssen sich ihrer Mitverantwortung und ihrer Vorbildfunktion bewusst sein, dabei aber auch die Grenzen ihres Mandates einhalten. Ganz konkret heißt das, dass Regulierung und Aufsicht nicht als Instrument der Wirtschaftsförderung missbraucht werden dürfen. Vorschläge für einen Green Supporting Factor, also für etwas, das zulasten der Risikoorientierung geht, dem kann ich daher nichts oder so gut wie nichts abgewinnen. Überlegenswert wären dagegen negative Anreize für Brown Finance, allerdings nur über, wie ich finde, klassische Instrumente wie etwa Steuerregulierung. Meine letzten Worte beim letzten Bundesbank-Symposium in meiner Amtszeit möchte ich für einen wirklich eindringlichen Appell an Sie alle nutzen. Das Thema Klimawandel geht uns alle an und die Zeit, wie ich finde, die drängt immer mehr. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir müssen vor der Kurve sein als Bankaufsichter, will Herr Brandes vom WWF sagen, wir sind schon weit hinter der Kurve. Es hängt ein wenig vom Blickwinkel ab, aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, die Zeit drängt wirklich. Je länger wir warten, desto höher werden die Kosten und desto dramatischer werden auch die Folgen. Das Problematische beim Klimawandel ist, dass es sehr, sehr weit in der Zukunft liegt, relativ weit in der Zukunft. Analysten schauen vielleicht 5, 6 Jahre in die Zukunft. Es liegt weiter als das. Nur wenn man den Klimawandel mit den Folgen wirklich sieht, ist es viel zu spät und Sie können ihn nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, ich ermuntere uns alle, Sie alle auch hier zum Handeln. Und damit geht jetzt mein letzter Vortrag zu Ende. In den vergangenen 4 Jahren habe ich über 4 Themen vorgetragen. Herr Otto hat es ein wenig erwähnt. Das erste Thema war das schwierigste. Was ist gute Regulierung? Da war ich auf meine eigene Antwort gespannt. Dann habe ich über das Thema Digitalisierung sehr früh vorgetragen, weil heute reden wir alle über die Digitalisierung. Uns war es wichtig, sehr früh das Thema anzusprechen. Ich habe dann beim vorletzten Mal die europäische Einlagensicherung zum Thema gemacht. Ich glaube, Sie wissen alle, warum, und das kann man gar nicht oft genug tun. Und beim letzten Mal haben wir uns mit Basel III beschäftigt. Ich glaube, da sind die einen oder anderen gekommen und gedacht, vielleicht dreht sich das doch noch mal zurück, und ich musste Sie da enttäuschen. Es war mir aber eine Ehre, hier neben Rednern wie Daniel Nui, die viele noch nicht kannten, als sie vor 4 Jahren das erste Mal kam, Stefan Ingves vom Basler Ausschuss, Sabine Lautenschläger, Felix Hufeld und eben heute auch Klaas Knot sprechen zu dürfen, das war eine große Ehre. Für einen richtigen Abschied ist es noch viel zu früh, ich bin ja noch 7 Wochen im Amt, auch wenn ich mich also schon lange entschieden hatte, für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen, so gehe ich auch nicht leichten Herzens, das ist auch immer so, wenn einem etwas Spaß macht, was man tut, also meiner Nachfolgerin und meinem Nachfolger in der Bankaufsicht wünsche ich alles erdenklich Gute hier in der Bundesbank und bei den nächsten Symposien. Ich stehe, wie gewünscht, mit Rat und Tat zur Seite und hoffe dann auf Einladung, dass ich irgendwo zwischen Ihnen dann auch in Zukunft das hier verfolgen kann. Ich bin der deutschen Kreditwirtschaft, jetzt wenn man die Banklehre einrechnet, seit 33 Jahren verbunden, bin ja nun auch der erste selbst mal regulierte Bankvorstand, der dann auch in den Vorstand der Bundesbank eingezogen ist, und ich werde eben auch dieser Bankenlandschaft in Zukunft eng verbunden bleiben. Ich hatte am Anfang gesagt, geht es jetzt bei der Bundesbank um das Motto nach uns die Sinnflut, also nach mir die Sinnflut, das ist nicht mein Motto als scheidender Bundesbankvorstand, und das darf aber vor allen Dingen nicht das Motto für unseren Umgang mit unserem Planeten sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus